Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Spyro the Dragon und dieses Mal das Level Eisflug. So, ich habe jetzt hier absolut keinen Rhythmus, also das ist schon so lange her. Ich habe echt keine Ahnung, mit wem ich anfangen soll, mit wem nicht, aber ich glaube, die Züge waren an sich eine gute Option. Nur, mich hier nicht hoch oder was? Weiß ich nicht, ob ich eventuell hätte bei den Zügen bleiben sollen, erstmal. Und ob ich den da fliegen soll oder ob ich den entgegenfliegen soll. So, hier gibt es irgendwie keine Propellertypen mehr, das heißt, wir fliegen erstmal wieder in diese Richtung. Gut, das haben wir abgeschlossen, das ist schon mal lecker. So. Diese Laternen, ach, die Laternen, stimmt. Das kenne ich noch. Okay, Freunde, das war nichts. Wir fangen an mit den Laternen tatsächlich, ja. Ich erinnere mich, eine Truhe, ja, die brauchen wir später. Das war, glaube ich, nicht der optimalste Weg, aber es ist okay. Aber dieses Hoch und Runter hasse, ne? So, haben wir, Freunde. Jetzt kommen hier ein paar Züge, die können wir gleich mal weglasern. Dann fliegen wir denen entgegen. Von den Zügen brauchen wir zum Glück nur 4 Stück. So, hier kommt der nächste. Da können wir aber nebenbei hier diese dicken hier, diese Propeller-Einis hier wegholen. Ganz geschmeidig. Und irgendwie vollkommen in die falsche Richtung fliegen. Nebenbei auf die Züge achten. Zap, zap, und den kriegen wir nicht. So, der eins ist hier noch, ne? Genau. So, dann den hier schnell wegholen. Jetzt müsste gleich wieder hinzukommen. Jetzt haben wir die Züge abgeschlossen. Jetzt können wir die Typen hier noch wegholen. So. Dann müssen wir halt bloß noch wieder zu den Truhen kommen, was ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ich würde sagen, wir müssen hier lang, aber es könnte jetzt natürlich einiges an Zeit kosten, da wieder hinzukommen. Das ist tatsächlich nicht der optimalste Weg. Nee, hier ist der Starter, müssten die Truhen irgendwo hier hinten sein. Einer. Zwei. Ach, die Truhen müssen wir, glaube ich, während der Lampen machen. Hier mittendrin. Weil das hier gerade gar nicht so falsch aussieht, wenn ich jetzt noch eine Truhe finde. Ah, ich bin vorbeigeflogen. Oh. Okay, alles klar. Lampen und Truhen gleichzeitig und danach Züge und Propellertypen gleichzeitig. Gut, die erste Truhe haben wir versaut, das ist schon mal gut. Aber da kann ich nochmal schnell zurückfliegen, weil die ist auch nicht weit weg. Und B ist es immer noch kürzer, als wenn ich jetzt von ganz hinten wieder nach vorne fliege. Oder ich drücke so früh landen, dass ich einfach vollkommen daneben falle. So. Fliegen wir gleich mal links rum. So, perfekte Mundo. Das war nicht perfekte Mundo. Lampe hier noch schnell snacken. Die Lampe schnecken. Ich weiß, da fehlt noch eine Truhe, aber ich wollte hier eh nochmal im Kreis, weil hier drüben auch noch eine Lampe ist. So, Truhen haben wir, Lampen haben wir auch fast. Da ist schon ein Zug, ja, den kriegen wir nicht mehr, schade. In der Zeit liegen wir auch verdammt gut, Freunde. So, jetzt die Kollegen ja schnell wegholen. Zack. Und zack. Dann wieder um die Züge kümmern. Jawohl, perfekt. Und dann müssen wir jetzt nur noch diesen Zug nehmen. Diesen Zug nehmen. Und dann hier in relativ, nicht komplett in Ruhe, aber schon recht ruhig. Jawohl. Die Helikoptertypen hier wegholen. 3 Stück noch. Das sollte gar kein Problem werden, Freunde. So. Und ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Er war zu weit oben. Perfekt! Da war's, Freunde. Na, perfekt war es auf jeden Fall nicht, aber trotzdem
optimal in der Zeit. Ja, ab nach Hause. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.